Weitere Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Jürgen Scharpüttel. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister, ich hätte eine Zusatzfrage zum Kollegen Scherak. Wie hat sich diese Videoüberwachung im öffentlichen Raum, insbesondere bei den U-Bahn-Stationen oder öffentlichen Verkehrsmitteln, aus Sicht der Verbrechensvorbeugung oder Aufklärung bewährt? Gibt es hier schon statistische Zahlen? Herr Bundesminister. Ich habe das zuerst schon gesagt. Ich glaube, wir haben ein wesentlich schnelleres, ein zielgenaueres Eingreifen der Polizei. Wir sehen, dass der Lageüberblick auch im Gesamten für den Einsatz der Kräfte ein wesentlich besserer ist. Auch das ist für uns ein ganz entscheidender Vorteil. Und an dem Beispiel wie des Praterstern ist es zu illustrieren, wir können Ihnen noch andere Beispiele bringen, wo wir auch in der Frage der Züge zu einer schnelleren Aufklärung kommen. Es kommt nicht immer zu einer Reduktion der Vandalenakte. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber die schnellere und die raschere Aufklärung ist der wesentliche Effekt.